Servus Leute, ich bin's wieder, der Blurby, und wir machen mit der Trainerkarriere von FIFA 17 mit FC Portmouth weiter. Ich lade heute einfach mal spontan meine zweite Folge hoch, habe mich einfach gerade spontan entschieden, nach der Journey noch eine Folge Trainerkarriere aufzunehmen, weil einfach in der letzten Folge noch nicht so viel passiert ist. Boom, Alter, ich soll Rapper werden. Heute spielen wir gegen Jewel Town. Wir hatten in der letzten Folge geschaut, auf wievielten Platz die sind. Und zwar sind die auf dem 13. Platz, genau. Und wir sind auf den zweiten Platz vorgerückt. Das heißt, wir haben heute die Chance, möglicherweise auf den ersten Platz zu kommen. Alter, was ist mit mir los, Mann? Okay, wir spielen mal gleich los und schauen mal, ob unser Spiel. Jawohl, die Spieler sind eigentlich recht fit. Das sollte eigentlich gehen. Man sieht halt immer, da fehlt so ein kleiner Balken. Daran kann man immer erkennen, okay, der wird ein bisschen abkacken. Aber wir haben neue Spieler geholt. Der eine Jasic von Trabzonspor, der hat eine Ausdauer von 80, also wird der ein bisschen was aushalten können, denke ich. Ja, genau. Zack, reingerutscht. Erobert, Digga. 957 Punkte nur. Wahrscheinlich, weil der Ball rausgeht nochmal. Wenn der Ball in unserem Ballbesitz bleibt Tag quasi, zusammen, hier ist Wolf Fuß dann und kriegen wir gemeinsam wahrscheinlich mit 1000, Frank weiß ich Buschmann nicht. darf ich die heutige Partie kommentieren, Buschi. So, hier ist Und der wir haben schon gegnerische. viele Nee, tolle das ist Spiele unser hinter dir Torwart. Der gesehen ist und neu, der ist hoffentlich geben auch ganz heute jung. beide Teams richtig Gas. Ja, die sind alle jung. Der ist 19 Jahre alt, Die glaube ich, oder heutige 18. Begegnung, Jewel Town Und es kann mal gleich gegen losgehen. Portsmouth. Und wir Hier spielen nun die unseren Aufstellung schönen der Gastgeber. Werfen Ballbesitzfußball kurz hier den immer Blick schön drauf. aus. Zack, Schauen wir zurück. uns mal ihre Nach Formation an. oben Sie und werden rein die in die Flanke. 4-3-3, die von Aber der ist halt Stuttgart nicht so gut, draußen ne? eng an der Jetzt haben Linie wir wieder halten und Ball alle und ich hasse versuchen, die es, wenn Bälle er kommt, wieder scharf Ballbesitz wegzuspielen. hat, weil das dauert immer ewig, bis man da wieder rankommt. Es ist halt ganz anders, als wenn du online spielst. Gibt Aber das war jetzt gar nicht Angriff. mal so schlecht, ne? Wenn man schön unter Druck setzt, den Gegner. Okay, der ist wohl nur abgeprallt, aber gut, dann mal gleich weiter. Fehlpass vom Gegner. Das passiert eigentlich äußerst selten beim Computer. Ich sag immer Er spielt ihn Computer, zurück, sagen wir guter einfach Doppelpass. Gegner, okay? Weil wir wollen ja ein bisschen realistisch bleiben. Schön von Angban. Angban jetzt mit dem Pass, Alter, der war richtig genial jetzt. Defensive Jetzt ist machen gut wir richtig. organisiert, da kommen sie nur schwer Schade, durch. der hätte vielleicht was werden können. Da ist Chapman reingesprungen, aber es ist halt nichts geworden. Jetzt Wenn hier die nochmal anderen drauf auf mitspielen, dann Jasic. Jasic könnten die auf Gäste Doll am Ende schön des gesehen. Spiels an der Auf Angban Tabellenspitze wieder stehen. Und zurück. das wäre ein Nochmal Ausrufezeichen erobert. Jetzt auch früh in nach der oben Saison. und jetzt nach unten Macht er das schießen. Doll Tor? hat nicht geklappt. Alter, war da knapp, Mann. Die blocken immer so im letzten Augenblick. Jetzt müssen So. Sie aufpassen. Jetzt ganz nach oben. Dann auf Chaplin. Schöner Pass. Sicher vom Chaplin. Torwart. Schade, Gut Mann. gemacht. Ja, Mist, da hätte ich vielleicht nochmal decken sollen. Dann hätte ich vielleicht noch Abschlag gemacht, anstatt mit der Hand einzuwerfen. Das sah nach einem Foul aus, aber wird nicht gepfiffen. Jetzt direkt hier Portsmouth durchpassen. zeigte eine gute Oh. Mannschaftsleistung beim Diese letzten Spiel, Ballverarbeitung bei den dem harten Pässen ist immer so Heimerfolg, eine Sache bei als den der Gegner Spielern. Blackpool hieß. Dieses 4:1 war eine überzeugende Vorstellung und ich glaube, Sie werden heute wieder so Boah, handeln. Alter, das war richtig knapp gerade. Hey, Ball spielt er raus. Da schickt er Wow, den wow, wow, Mitspieler. wow, 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 wow. Danger, 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 In danger, der danger. Reihe. Das war Digga, eine ich dachte, er richtig ist gute drin. Gelegenheit. Am Ende fehlt nicht viel zum Dawson, Tor. Mann. Ganz alleine Verrückter. vor der Kiste, aber er macht das Ding nicht. So, Unglaublich. zack, wieder nach oben, zurück durch die Dings da, Mitte und dann so. Durch die Dings da, alles klar in Kambodscha. Junge, das war ein Fehlpass. Jetzt unter Ding. Oh, Digga, das ist immer so knapp. Aber das kann der Gegner natürlich genauestens berechnen, wie ich da drauf gehen Abspiel war nicht werde, gut. ungefähr, und Der was für Ball über die Möglichkeiten er Linie. hat. So, jetzt hier rüber nach unten. Bennett wäre frei da. Ups, das war gefährlich. Jungs, konzentriert euch jetzt. Nochmal zurück. Jetzt auf Bennett. Bennett auf Angban. Jetzt ist Bennett frei. Aber Wird in der das Mitte haben eine wir keinen Spieler, Torchance? der wirklich kopfballstark ist. Jetzt nehmen, da machen wir auf Angban. Macht er Und der ihn? mit da macht den mit dem Schnell, der Ball Innenriss geht richtig daneben. Das daneben, kann Mann. er Ich muss nicht. kurz nachschauen, ist er rechts oder linksfuß? Dann weiß ich, wie ich schießen werde, nämlich. Angban. Ist rechtsfuß, der hätte eigentlich besser kommen können. Oh, Jasic ist linksfuß, das ist selten, eigentlich seltener als Mittelfeldspieler. Und der ist auch linksfuß, interessant. Jetzt nochmal hier kurz nachschauen. Rechtsfuß. Rechtsfuß. Linksfuß. Chaplin ist linksfuß. Alter, da muss ich mich selber, also persönlich, richtig umstellen. Aber wir haben ja richtig viel Linksfuß hier in der Stammmannschaft. Krass, Tor ist auch Linksfuß. Was geht jetzt ab? Krass, das habe ich gar Definitiv nicht gewusst. besser. Vielleicht sind viele Pässe deswegen so verkehrt. Also Jasic ist Linksfuß. Also im Mittelfeld ist das gut zu wissen, weil ich da oft eigentlich direkt so weiter, also direkt Pässe mache, also direkt verarbeite.
Pest, also sowas zum Beispiel. Zack und wieder weiter so. Oh, Alter, der ist richtig krass reingegrätscht von hinten, aber es ist halt kein Foul gewesen. Jetzt haben wir ihn. Schön gemacht von Clark. Immer schön die Einwürfe rausholen, das ist immer wichtig. Jetzt hier schön abwehren. Den lassen wir nicht durch. Nee, das sah gar nicht schlecht aus, aber wie kann ich mit dem Körper arbeiten? Wie mache ich das? Wie kann ich mit dem Körper arbeiten? Was war das? Klasse Einsatz! Okay, okay, ich riskiere das jetzt nicht. Ich schaue mir das irgendwann mal an und schaue mir an, wie ich das mit dem Körper bearbeiten kann. Oh, die weiter. Was machst du? Oh nein, Verletzung! Oder was? Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen hier mal. Da kommt der Schuss! Oh, der war richtig knapp. So, Bennett, bist du schneller? Offensichtlich nicht. Irgendwie ist der Bennett eigentlich doch schnell, oder nicht? Das macht er gut. Und also das Spiel wollen wir doch gewinnen, Mann. Was machen wir hier? Alles gut, alles gut. Die Spieler sind halt übereinander gefallen. Das passiert tagtäglich. Nicht im realen Leben, aber in FIFA. Oh, schön durch die Lücke gepasst. Jetzt auf Yazic nochmal. Yazic zurück auf Doll. Jetzt hat Doll den Ball. Jetzt gibt es irgendwie einfach einen Vorstoß auf Chaplin vielleicht. Und Chaplin ist eigentlich Linksfuß, aber er macht's mit rechts. So gefällt's mir, Digga. Und dann macht er noch mit dem Kopf den Ball. Ein Kopfball quasi. Oh, die Fans, die gehen ab. Das war ein richtig schöner Pass hier. Da ist Chaplin schön in die Lücke gerannt. Und macht den noch mit rechts am Torwart vorbei. Quasi so ins lange Eck ein bisschen. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. So, jetzt werden die halt anfangen, offensichtlich zu spielen. Dann können wir die ein oder andere Konterchance ausnutzen. Das mag ich immer. Wenn der Computer, also wenn der Gegner früher ins Ding... Liam Shepard. Die Flanke holt sich der Verteidiger. Moment. So, wenn der Gegner früher ins, in die Führung geht, dann ist das immer so eine Sache. Das ist extrem schwierig, da ein Tor zu schießen. Jetzt auf Chaplin. Direkt weiterleiten. Nochmal auf Chaplin. Foul, würde ich hier sagen. Der hat mich richtig weggeschossen. Digga, wieso wird die... Also in der englischen Liga ist das echt so eine Sache manchmal. Mann. Keine Ahnung. Jetzt auf Yasuji und der wollte schießen. Links sogar auch, aber den hat er nicht ganz erwischt. So. Zack. Zack. Auf Angbang, sehr gut. Also Angbang hat ein richtig gutes Positionsspiel, das gefällt mir. Der ist immer anspielbar auf jeden Fall. Und wir sind auf jeden Fall 1:0 schon mal vorne. Und das schaut eigentlich sehr gut aus mit der Ausdauer. Aber ich glaube, den einen oder anderen werden so oder so immer auswechseln. Also, wenn ich persönlich spiele, sind meine Spieler immer sehr stark gefordert. Werden immer sehr stark von mir gefordert. Huch, wohin ging der denn? So, den machen wir auf Albert, der heute wirklich nicht viel zu tun hat. So, jetzt auf Engbang. Ich nenne ihn einfach Engbang, ganz ehrlich, der ist richtig, der Name ist einfach zu geil. Super Einsatz, Engbang, Mann, schade. Komm schon, Jungs, in den Lauf, in den Lauf, in den Lauf. So, den müsst ihr abwehren. Fantastisch. Tolle Flanke. Per Kopfball. Aber kein Problem, der war nicht gefährlich. Trotzdem der Ball vorbei. Da war mehr drin. Er hat den Ball so nicht voll getroffen. Yazic mit dem Kopfball. Zweikampf, den er gewinnt natürlich. Jetzt hier nochmal so und dann noch Engbang. Engbang auf Yazic. Und jetzt Bennett läuft hier sich frei. Jetzt schleicht sich hinter dem Gegner durch, aber die Annahme hätte ein bisschen besser werden können. Dann hätten wir nämlich eine richtig gefährliche Situation schaffen können. Jetzt fragt mich, warum hier keiner entlang läuft, ey. Ganz schwach. Oh, komm schon. Komm schon, Alter. Jetzt. Oh, was für eine Eroberung. Engbang wieder. Also der Typ schlägt ein wie eine Granate, Mann. Der macht das richtig gut. Also der hat gar keine Probleme, sich irgendwie in die Mannschaft zu integrieren. Und irgendwie an den Gegner ranzugehen einfach. Oh, okay. Nö. Der passt da auf und geht dazwischen. Der Fehlpass, der ist mir zu krass. Den hole ich mir natürlich. Jetzt auf Chaplin. Dann ist das Spiel vorbei. Chaplin weiter auf Yazic. Jetzt muss Yazic das irgendwie alleine regeln. Ne, nicht wirklich.
Ach, schade, da ist Chapman nochmal schön reingerannt, aber ist nichts geworden. Jetzt auf Engbang. Engbang auf Chapman. Das war gut. Oh, schade, ich dachte, ich habe da noch den Ball. Und den spielt er gleich wieder zurück. Oh, krass, dass wir den erobern. So, direkt. Nein, nicht da, Alter. Der steht da doch, Mann. Der steht genau neben dir. Lalkovic, sehr gut. Oh, Chaplin. Er schießt. Boah, Alter, wie geil war der denn? Jetzt machen wir einen kleinen Tanz, Digga, dafür. Zack. Den kleinen Ronaldinho machen wir mal. Der war richtig schön behauptet so. Zack, angenommen und dann umgedreht und dann nochmal mit rechts, mit seinem schwachen Fuß macht er den rein. Der schaut aus wie Jess Walker, Mann. Von der Karriere mit Alexander, Mann, von der Journey. Und... Wow, fast hätten wir uns da die Gelbe abgeholt. Gott sei Dank ist er rübergesprungen. Und Engbang macht das wieder richtig gut. Das gefällt mir. Wieder zurück. Zack, nach oben und so weiter. Jetzt auf Yazıcı. Yazıcı auf Chaplin, der zurückarbeitet. Sehr gut. Jetzt bandet man. Die Annahme muss echt geübt werden mit dem. Oder ich muss mir da einen neuen Spieler holen. Keine Ahnung. Also das geht gar nicht, Mann. Also es ist ein ganz normaler Ball gewesen und der lässt ihn einfach so 2 Meter vor sich abtropfen. Sehr gut, Mann. Stevens wieder am Start. Jetzt Bennett. Ja, genau. Sie können nicht mithalten, Digga. Alter, wer ist das denn, Mann? Smith mit am Start. Okay, Bennett kann auch nicht mehr lange. Vielleicht sollte ich mal auswechseln. Liam Shepard. Oh, Alter, war da knapp, aber egal. Ist wahrscheinlich so berechnet worden vom Gegner. So, jetzt auf Engbang. Der ging daneben. Den Ball holt er sich. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Oh, Clark, Alter, Digga. Das würde ich gerne auch mal sehen, Mann. Let's get, bitte. Das war ein richtig geiler Ding, aber das zeigen sie nicht. Sie nun reagieren. Das tut der Trainer auch. Er bringt einen neuen Mann. Da verlieren sie den Ball. Wer ist das? Bennett jetzt? Ja, danke, Mann. Gib ihm die rote, bitte. Bitte gib ihm die rote. Ey, Wahnsinn, was der Typ treibt. Ganz ehrlich, Mann. Jetzt machen wir den direkt geradeaus durch. So, Lalkovic kann den auf jeden Fall annehmen. Oh, Alter, wäre der Pass angekommen. Schade. Vielleicht muss ich dem Ball entgegenlaufen. Oh, schön gemacht von Lalkovic. Jetzt wieder durch. Er kann ihn annehmen. Jetzt hier durch. Sehr gut. Oh, Alter, wäre ich da nochmal durchgekommen. Yazıcı, Mann. Genau auf die linke Position. Sehr gut. Jetzt wieder Engbang. Bennett mit der Antäuschung und wieder erobern. Hat den Ball nochmal erobert, aber. Da holt er den Ball zurück. Jetzt ran, 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 ran. Ran, Jungs. Ran, 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 ran. Lass ihn rausschießen. Lass den Ball rausschießen. Ja, das wird wohl nicht mehr passieren. Jetzt heißt es erstmal kurz auswechseln, bevor sich vielleicht doch der ein oder andere Spieler verletzt, was wir echt nicht wollen. Engbang durch Linganzi. Yazıcı sollte vielleicht nochmal raus. Da tun wir Baker rein. Das ist ein ZOM auch gleichzeitig. Ja, das passt erstmal so. Den Rest, den dritten weg, spare ich mir auf. So, wird hier gewechselt. Jetzt können wir hier die auswechseln. Gäste werden einen frischen Mann bringen. Das ist kein Problem. Das ist ein Problem. Aber aus dem Winkel mit der Drehung keine Chance. Er sich nicht auszeichnen. Nee, da kam aber auch jetzt auf Bennett. Sehr gut. Was man wirklich als Chance bezeichnen könnte. Bennett nochmal bitte. Nachspielzeit angezeigt, 3 Minuten. Bennett, der ist nicht so spritzig irgendwie. Ich habe mir den anders vorgestellt. Also bei Vers 16 ist er richtig spritzig, der Typ. Also den, der ist so richtig beweglich und alles, Mann. Aber so klingt das nichts. Naja. Das Spiel ist aus. Wie viel haben wir gespielt jetzt eigentlich? 2:0, ne? Zweimal Chaplin. Also so gefällt mir das. Und schauen wir so, ob wir den ersten Platz. Ja, Colchester hat unentschieden gespielt. Das heißt, wir sind auf dem ersten Platz, Digga. Ich habe Türkei abgegrast. Was? Nee, ey, ich tue das mal raus, die Ding Transferziele. Bam, 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 bam. Also ich würde gerne nochmal die Tabelle sehen. Die haben nämlich jetzt erstmal ein Pokalspiel.
Tabelle, wo ist die Tabelle? Da haben wir die Tabelle und wir sind gerade auf dem ersten Platz mit Leyton Orient. Nur durch die Tordifferenz sind wir vorne, aber wir haben 4 Tore mehr als die. Ne, wir haben 4 Gegentore weniger kassiert einfach. Sonst, also die Geschichte ist immer noch knapp. Theoretisch könnte Playmouse Alger wirklich noch einfach noch Erster werden, obwohl die auf dem 7. Platz sind. Aber jetzt wird es vielleicht Zeit, endlich mal den Abstand zu erhöhen und den ersten Platz zu festigen. Und somit unser Nationalziel zu erreichen, und zwar Ligameister. So, Clark kommt auf die 67, Angbang kommt fast auf 71 und Chaplin, er hat sich da 78, bei Yazic ändert sich nichts. Also nicht viel. Jetzt schauen wir, sind wir Gast oder nicht? Es ist ein Heimspiel. Das können wir auf jeden Fall simulieren. Die Transfer-Dinger können wir auf jeden Fall beenden. Und ich würde gerne würde ich mal Enes Ünal beobachten lassen, Leute. Ich weiß hier, ich habe einen türkischen Fetisch, dies, das. Also Spieler für ein Fetisch für türkische Spieler, sage ich mal. Aber den würde ich mir echt gerne mal reinziehen, wie gut der ist. Weil ich schätze mal, der müsste auf 77 oder sowas sein. Keine Ahnung. Er spielt jetzt auch ein bisschen. Wahrscheinlich ist die Bewertung auch ein bisschen gestiegen. Er ist 19 Jahre alt, kann man nicht den beobachten lassen. Nein, er ist aber in England unterwegs. Mitarbeiter ausgelastet. Der ist nicht in England unterwegs. Twente ist Niederlande. Okay, dann ziehen wir uns die Liga Niederlande mal rein. Wir müssen einen Typen nach Niederlande schicken, ne? Wir schicken dich mal nach Niederlande. Na? Da haben wir es, Niederlande. Dup, 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 dup. Na, jetzt. Jetzt. So, möchtest du hier wirklich ein Zocken-Netzwerk aufbauen? Bitte, ja. Er ist unterwegs. Nein, dann danke, das tue ich später. Ein Heimspiel. Das simulieren wir gegen Middlesbrough. Die sind nicht in unserer Liga, die sind eine Liga über uns, wenn ich mich richtig erinnere. So, let's do this, man. Okay, unsere Startaufstellung ist auf jeden Fall am Start. Und wir haben das 1:0, Mann, mit Bennett, Digga. Sehr gut gemacht. Noch keine gelben Karten, keine Verletzten, keine Auswechselspieler. Jetzt haben wir die Engbang, die erste gelbe Karte. Das habe ich gemeint mit seiner Aggressivität, Alter. Dass er vielleicht, er hat eine Aggressivität von 80 einfach. So, jetzt wird hier ausgewechselt. Chaplin muss raus, Talbot muss raus. 80. Minute, alles noch drin. Bitte kein Gegentor kassieren und wir gewinnen das Spiel. Sehr gut, so gefällt mir das. Alles super in Kambodscha. Jetzt, Spieler suchen. Suche starten. Enes Ünal einmal beobachten, wie lang, 19 Tage, ohne Probleme, was machen Sie das bitte? Spielt Twente in der ersten niederländischen Liga wahrscheinlich, sonst könnte ich ihn gar nicht beobachten wahrscheinlich. So, ich bin gerade ein bisschen neugierig. Ah, ich muss eine Jugendakademie aufbauen, genau. Transfers, Büro. Wo ist doch, ach, Jugendstab, hier, ich muss ein Typen einstellen. Ich kann den mal einstellen. Möchtest du Aidan Davis wirklich als neuen Scout einstellen? Ich bitte darum. Aidan Davis Scouting Netzwerk aufbauen, bitte. Wo machen wir das? In Deutschland sind viele gute Jugendspieler sowieso unterwegs. Deswegen werde ich das nicht machen. Eher in so einem Land, wo einfach nicht so viel krass herkommt, ne? Wie zum Beispiel Österreich vielleicht, wo eigentlich also jetzt nicht wirklich die Superstars kommen, ja, außer jetzt Alaba natürlich. Hier haben wir auf jeden Fall viele Länder am Start. Russland wäre vielleicht eine Überlegung wert. Hier haben wir Italien, ist vielleicht ganz interessant, obwohl da sind schon auch einige Jugendspieler. Griechenland vielleicht, Kroatien ist auf jeden Fall ein Land des Fußballs. Portugal vielleicht. Ich nehme mal die Türkei, Leute. Wir können ja auch immer gern woanders noch Jugenddinge aufbauen, Scouting-Netzwerke.
Einmal X, wir machen das natürlich sehr teuer, 9 Monate. Typ ist eigentlich vollkommen wurscht. Wie viel Geld habe ich denn? Dann machen wir 3 Monate. Ich dachte, ich habe mehr Geld. Wie viel Geld habe ich? Ich müsste doch mehr Geld haben. Noch 53.000, Digga. Alter, wenn ich Verträge verlängern muss, dann habe ich so richtig die Arschkarte. Das ist nicht gut. Das ist nix gut. Was haben wir hier? Wenn wir hier ein Auswärtsspiel haben, ein Heimspiel haben, dann simuliere ich das auch noch. Sehr gut. Weil ich hoffe gegen Steven Nash. Warte, Middlesbrough. Ich würde gerne schauen, ob die jetzt in unserer Liga spielen oder in einer anderen. Middlesbrough. Ne, ich bin eiskalt eine Liga über uns. Also wir spielen jetzt ein Spiel gegen Steven Nash. Genau. Die sind auf dem 6. Platz. Also wenn wir das gewinnen, Homie Stevenage auf jeden Fall ein bisschen runter und wir würden halt den ersten Platz festigen. Wenn wir halt, wenn der zweite Platz jetzt nicht 3-0, 4-0 gewinnt oder sowas. Also wir haben 4 Tore Unterschied. Also das Spiel kann schön losgehen. Alter, die haben echt einen coolen Wappen, obwohl ich finde mein Wappen natürlich geil, ja. Walker mit der gelben Karte. Ein Unentschieden reicht mir hier nicht, Jungs. Ich will das Spiel gewinnen. Eiskalt schießen die echt ein Tor, ey. Erste Hälfte vorbei und Jasic gleich mit der rechtzeitigen Antwort noch vor der ersten Hälfte. Und 2 zu 1 für die Gegner. Kommt schon, Jungs. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Die haben 2 gelbe Karten, Mann. Macht jetzt keinen Scheiß, Mann. Das Spiel müssen wir erobern. Jetzt ein Unentschieden. Holt ein Unentschieden raus. Das gibt's nicht. Die Heimspiele müssen eigentlich top sein. Also die müssen richtig. Die müssen wir gewinnen. Jetzt sind wir hier auf dem 4. Platz runter. Es kann nicht sein, Alter. Das kann nicht sein. Chaplin. Hau mal ein bisschen Bälle rein, also du hast eine gute Wertung für die Liga. Angbang, jetzt auf 71 finde ich gut. Chaplin fast die 68. Alter. Komm schon, Mann. Der hätte es eigentlich machen müssen. Aber gut, Leute. Aber gut. Es soll erstmal noch nicht sein, aber diese Liga hat ja erst quasi noch neu angefangen. 9 Spiele ist noch gar nichts. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten, in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.